Servus und Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily extra für euch. Mit dabei, wie immer, ich konnte es nicht vermeiden, der Sascha. Sag mal hallo, Sascha. Hallo, Sascha. Sehr gut. Und meine Wenigkeit, der Pujan. Ja. Und heute am 12. Mai haben wir euch was mitgebracht. Erstes Mal, oder andersrum, als erstes das Geburtstagskind, nämlich Erik Durm. Erik Durm. Jetzt bin ich mal gespannt, was du über Erik Durm alles zu erzählen hast. Das ist ja Fußballer. Wir wissen ja, dass du von Fußball keine Ahnung hast. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja. Nimm mir die ganze Arbeit. Ja, genau. Erik Durm ist ein deutscher Fußballspieler, der Fußball spielt. Und zwar mit dem Ball. Der ist seit 2013 bei Borussia Dortmund, ist zur WM, warte mal, wieso funktioniert denn hier die Technik schon wieder nicht? Ist zur WM in Brasilien in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Und geboren wurde er am 12. Mai 1992 in Pirmasens. Das heißt, deiner Meinung nach ist er Weltmeister? Er ist in den Kader berufen worden. Ja, aber er hat nicht gespielt. Er hat nicht gespielt. Aber ist man dann auch Weltmeister, wenn man im Kader gesessen hat? Naja, du bist auch in der Sendung und hast eigentlich nichts beizutragen. Also stimmt, jetzt wo du es sagst, hast du recht. Ja. Ich mache ja auch nicht wirklich mit. Richtig. Ja. Nee, dann ist er auch Weltmeister. Genau, recht, ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Achso, ich dachte wegen Weltmeistertitel. Achso, nee, wegen Geburtstag. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Dann muss ich mein Geburtstagsklatschen rausholen. Ja, genau. So. 1995 am 12. Mai demonstrierten 20.000 Bürger. Zwei Bürger. Am 5. Mai, am 12. Mai. Demonstrierten zwei Bürger. 20.000 Bürger gegen ein Urteil, das die Sperrstunde in Biergärten auf 21.30 Uhr vorschrieb. Ja, Sappelot. Ja. Und der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber, der hat dann die Sperrstunde auf 22.30 Uhr. Ja, weil er mit seiner Rede halt einfach ein bisschen länger gebraucht hat. Und das hat er gesagt, ich brauche länger und dann machen wir bis 22 Uhr, sonst passt es nicht. Ich will Amors und ich will Hawks. Ja, Mann, das wollte ich gerade sagen. Ich will Amors und ich will Hawks. Das ist das Einzige, was ich kann. Der heutige Tag, der 12. Mai, ist auch ein Aktionstag. Und zwar der internationale Tag des Chronic Fatigue Syndrome. Wusstest du, was das ist? Was will er? Das ist das Erschöpfungssyndrom. Das ist das, was ich jedes Mal verspüre, wenn ich in deiner Nähe bin. Ja. Ich werde so unendlich müde. Ja. Wenn ihr also irgendwann mal auf der Arbeit einknickt, gerade heute, könnt ihr sagen, ja, das hat nichts damit zu tun, dass ihr wieder die Nacht durchgezecht habt, sondern das ist einfach euer Beitrag zu dieser Aktion, zu diesem Aktionstag, zu dem internationalen Aktionstag. Kann man aber nur heute sagen. Oder am 12. Mai nächstes Jahr. Oder man übt dafür. Oder man übt. Oder man übt. Ja. Übung machen. Jedenfalls am 12. Mai 1937 hat George der VI. Den Thron bestiegen. Ja, hier, George, guck mal. Georgie Boy. George. Hoppla. Oh, guck mal, da rede weg. Das war es nämlich, weil er ist nämlich nicht lange. Er ist nämlich nicht lange auf dem Thron geblieben. Ne? Weißt du warum? Zack. Weil er nämlich verliebt war und eine Amerikanerin heiraten wollte. Richtig. Ja. Und weißt du, was das Problem war? Die Amerikanerin war ein Mann. Das nicht alle Amerikaner? Nee, war nur Spaß. Das sind nicht alle Amerikaner. Sie war eine bürgerliche. Ja, geschiedene, bürgerliche Amerikanerin und so weiter und so fort. Ja. Und das war halt ein bisschen doof. Und deshalb wurde sein Bruder König. Richtig. Der eigentlich nicht hätte auf den Thron genau. sollen. Und was hatte der Bruder für ein Problem? Der hat gestottert. Was ich alles nicht weiß. Ja, Gebrüder Montgolfier. Ja, also das war dann der, Edward der VIII. Richtig. Edward der VIII und das war der Großvater von der Elisabeth? Nein, der Vater von Elisabeth. Der Vater von Elisabeth. Guck mal, was der Pujan alles weiß. Von der Lizzie. Richtig gut, manchmal, ja. Das war am 12. Mai. Und schalten morgen wieder ein, wenn es heißt 13. Mai, da ist zum Glück der Pujan nicht da. Die ein Schwein. Ja, und bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye, macht's gut.